So, wir haben jetzt hier was gemacht. Und ich glaube, das Blättlein muss da rein. Da haben wir nämlich noch gar nichts reingetan. So, noch ein Blättchen drin. Und jetzt guck mal. Ei, verbipscht. Das läuft. Hauptsache, es dampft und blubbert überall. Das sieht sehr professionell aus, ja. So sieht das aus, wenn ich koche. Ja, es dampft und köchelt dann auch aus allen Ecken und Kanten. Ja, und dann ganz zum Schluss kommt ein Süppchen. Dann quasi mein eigenes Süppchen gekocht. Essen aufwärmen ist auch kochen. Ja. Ich hab wieder was gelernt. Schatz. Ja, Essen auf. Ja, klar. Aber die Kombination ist es ja. Ich habe heute ein Mittagessen gecraftet aus diversen Rezepturen. Die Gelobung wurde auch noch geklippt und an Eddie versendet. Nur zur Sicherheit. Sicher ist sicher. Ich, Gott sei Dank habe ich euch als Community. Ich frage mich gerade, ob du den Hahn unten wieder zudrehen musst, damit das nicht immer da rauspufft. Ich will das aber nicht. Ja, ich fand's, vielleicht drehen wir mal auf, ja. Guck mal, auf YouTube, da sagt der Trevor, hallo. Ah, der Trevor ist da. Hi, grüß dich. Tada. Es hat geklappt, wir haben einen Trank gebraut. Und jetzt haben wir den Trank und jetzt können wir uns umpieseln. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ich habe keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Den Hahn abdrehen. So, wir haben dann einen Trank gebraut. Und dann haben wir das Tröpfchen. Und dann gehen die Augen die Klüsen zu. Dann haben wir es doch. Jetzt hast du dein Auge. Schnell, Mann, versteck dich, Junge. So stolz sieht er dann auch immer aus, wenn er Essen aufgewärmt hat. Ja. Ja. Geschafft. Kann ich mich verstecken hier? Irgendwie? Tommy, solange du wartest, kannst du ja noch mal ganz kurz erzählen, eigentlich, warum du das heute hier alles überhaupt tust. Jetzt wird dir dein Umhang gereicht. Oh, benutz ihn. Schnell! Da ist ein Trank. Macht er. Soll ich mal? Klau mal. Weil die Ente mit dem goldenen Pipi möchte das ja haben. Ups. Du bist zu jung, um es zu verstehen, Prinzessin, aber ich muss meine Arbeit vollenden. Ich kann deine Spielchen nicht spielen. Was ist das? Nimm das Ding mit! Junge, nimm's mit! Hau ab! Oh, Lego-Klumpen. Es ist wirklich ein Lego-Stein. Unglaublich. Es ist schön. Möge der Saft mit dir sein. Möge der Saft mit mir sein. Pippi, guck mal hier! Hast du es gesehen? Ja. Toll, Tommy. Alles kaputt gemacht. Ja! Hör mal, diese zerstörerische Art. Was soll denn das? So, was muss ich jetzt machen? Los, lauf zu Ende. Die Ente ist doch so scharf auf diese Medaillon. Ja, das ist die Ente, die Pippi in den Pool gemacht hat. Aber es war Gülden. Oh. Es war Gülden. Gülden Pipi. Guck mal, du hast ja irgendwas eingesammelt. Jetzt hast du es nicht mitgekriegt. Nee, was habe ich denn eingesammelt? Ich musste auf den Chat gucken. Mein schwarzer Knopf. Kleiner schwarzer Knopf. Ja, sollen wir den nachher zum Bärchen bringen? Ja.
Ich habe Amulett. Was? Bist du... Die ist eingeschnappt. Ja. Jetzt Stecker. Hat sie auch noch den Stecker gezogen. Ach. Weißt du, was ich mir... Ach, weißt du, was das ist? Ja, der Magnus fragt gerade, wo soll das nur enden? Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Waschmaschine. Das ist eine Waschmaschine. Ja, wei. Das ist ein Bad. Das ist eine kindliche Fantasie. Oh mein Gott. Die Neuronen schießen wieder. Ach, das ist ja witzig. Du bist doch mal nicht so eingeschnappt. Gib mir doch mal das Ding. Hast du ihr denn mal das Medaillon gegeben? Ja, das habe ich ja nicht mehr. Kannst du irgendwas anderes mit dem Entenvieh machen? Ja, ich guck mal gerade. Es zerlegen und in süß-saure Soße tunken, weiß ich nicht. Ja, süß-saure Soße wäre ich mir jetzt, fände ich jetzt besser. Aber wir haben jetzt den Knopf. Lass uns doch mal zum Bären gehen. Dann gehen wir zum Bärchen. Ist keine Fantasie, ist ein Trauma, das macht das interessanter. Ah ja. Ach, guck mal, so langsam. Oh, guck mal, jetzt ist ein kleines. Oh, guck mal, es ist traurig. Der arme Winnie. Das kleine Puput-Put. Flup. Flup, flup. Ja, jetzt ist das Bärchen weg. Schön. Ach nee, jetzt ist ja schon wieder so eine Dings davor. Eine Kette. Diese Ketten sind verhext. Ich kriege sie nicht ab. So, kann ich hier noch was machen? Ein mittelalterliches Trimm-Dich-Rad, ja. So langsam kommt es doch hier, Ich bin mal gespannt, wo das hinkommt, wo das hinführt hier alles. Helfender Fuß. Tor? Fragezeichen? Katze, Bär, Zebra. Was fehlt noch? Die Ente, ne? Ja. Deswegen, du musst die Ente mit dem goldenen Pipi irgendwie da rauskriegen. Ja. Aber was ist denn jetzt mit dem das Amulett? Geh doch nochmal hoch zu dem Entilein. Ach Quatsch. Nee, verklickt. Aber ich war da vorhin schon oben. Ich geh nochmal runter. Nochmal. Pass auf. So. Ach, hier oben steht jetzt Waschpulver. Guck mal. Stand das vorher schon da? Vielleicht möchte sie auch einfach mal gewaschen werden. Vielleicht hat sie einfach längere Zeit schon nicht geduscht. Das alte Ferkel. Oder es hat ja vorhin eingepipiert, vielleicht möchte es ja auch das loswerden. Ach, guck mal, ist eine Kette drin. Zieh doch einfach mal den Stöpsel. Da ist gutes Rad teuer, ja. Wahrscheinlich ein Pömpel am Ende. Endlich hast du mal eine Waffe. Endlich aber was zum Knüppeln hier. Nein, wurde ja auch mal Zeit. So, erzähl deinen Leuten aber trotzdem noch mal ganz kurz, warum das so, heute alles... An der Stelle kleiner Jahresrückblick, nur mal kurz zur Information, weil es doch die der eine oder andere noch dazugekommen ist. Heute kleiner Jahresrückblick, heute auch offene Konversation. Wir haben heute Pilotprojekt und in vielfacher Hinsicht. Heute ist natürlich Sandy mit dabei. Die hilft mir heute bei diversen Moderationssachen, bei Chock. Und wir haben heute einen offenen Diskussions-
Abend quasi, ne? Und dazu steht der in meinem Discord-Channel der Kanal Stadtgespräch zur Verfügung. Der ist offen, da kann jeder reinkommen und mir einfach mal zwischendurch Hallo sagen, wer möchte. Und wir haben heute, wir stehen heute unter dem Scheffel, dass ich die Wahrheit sagen muss. Der Tommy macht sich heute nackig euch. Ich mach mich heute nackig. Nutzt es. Nackig. So. Nichts als die Wahrheit. Ja, wer reinkommen möchte, sehr gerne. Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier relativ zügig jetzt auch bald durch sind mit dem Spiel. Vielleicht heben wir dann, vielleicht, wenn jetzt noch einer reinkommen möchte, vielleicht so eine halbe Stunde, bis wir dann durch sind. Da machen wir dann einfach so ein bisschen Klimbim und dann können wir noch mal ein bisschen schnattern eine Runde. Oder so? Du musst das Zebra noch kriegen. Ich muss das Zebra noch kriegen. Aber dann fehlt mir noch die Katze, die Ente. Wie viele Spiele sind bei dir im Steam umgespielt? Ich habe 220 Spiele. Und einige davon sind nicht gespielt. Einige viele. Wahrscheinlich ja. So 95%. Ich glaube auch. So, am Tor. Aber ich komme jetzt gar nicht mehr hier zu den... Ja, irgendwie musst du zum Zebra kommen. Guck mal, ein Telefon. Ach nee, es klingelt. Mittelalterliches Telefon, ja. Hat noch nicht mal eine Wählscheibe. Huch, jetzt rüttelt. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Schön, Tommy. Ganz toll. Was ist denn das für ein... Ich finde es gerade echt faszinierend. Wo läuft es hinaus? Was wird das hier? Das wird einfach nur so ein Kinderspiel nachher oder sowas. Da komme ich nicht raus. So, der Norse versucht das dann gleich mal mit dem Discord. Kenne mich mit Discord nicht aus, aber ich versuch's mal. Dann brauchst du eigentlich nur ein Mikrofon und dann guckst du einmal, ob du reinkommen kannst. Aber sollte eigentlich nichts im Wege sein. Seid ihr denn befreundet bei Discord? Kann er dich finden? Auch wenn ihr nicht befreundet seid. Ja, das Soul of North, unten unterhalb im Twitch-Fenster ist der Discord verlinkt. Und wenn du reinkommst, ist auf der linken Seite dann auch das Stadtgespräch offen. Da bin ich ja quasi schon drin. Und da komme ich nicht raus. Ich glaube, hier komme ich nicht durch jetzt. Hier geht ein Telefonkabel lang. Hier ist noch ein Bild. I just called to say I love you. Gut, hatte ich auch nicht weitergebracht. Nee, gut. Auch nicht wirklich, ne? Okay, jetzt ist der Stall offen. Oh, schau. Oh, guck mal, Bowlingpin. Ja. Lego. Noch mehr Lego. Woran erinnern dich denn die Bowlingpins wohl? Oh. Erstmal mache ich eine Kiste auf. Puzzle. Ein Spiegel. Alles, was Puzzle, die Frau braucht. Alles, was die Frau braucht hier. Hauptsache Puzzle. Der Spiegel. Ich habe keinen Plan. Was ist überhaupt sicherlich nutzloser Kram? Oh Gott, das Kind kennt noch nicht mal Puzzle. Das Kind tut doch nur so, es spielt. Das ist ein Ostkind, ich sag's dir. Ja, die kennt kein Lego, ich weiß. Und keine Puzzle. Was sind das? Ja, du wirst schon irgendwie ein Werkzeug benötigen oder irgendwas. Ach so, ich habe ja vorher... Ach, pass mal auf. Ich habe doch hier dieses komische Ding. Juhu. Huch. Hallo, eine Stimme. Hallo, eine Stimme. Wir haben einen im Discord. Soul. Das erste Mal mit richtiger Stimme. Das erste Mal mit richtiger Stimme. Super. Schreite durchs Tor, Tommy. Ich schreite durch jetzt schreite ich durchs Tor und wir sehen das Tor. Ist der einzige Weg aus dem Schloss. Ist das Tor. Aber einer fehlt. Es waren vier Tiere. Fehlt da nicht noch eine Wuffi? Es sind vier Tiere. Es waren fünf. Es waren fünf Tiere. Der Hund fehlt. Magnus, wo finde ich den Hund? Hm. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. War vor meiner Zeit. Ich habe ehrlich gesagt aber auch noch nicht gesehen. Thronsaal? Also aus meinen Gedanken hätte ich als erstes im Kerker gesucht, bei den Knochen.
Kerker bei den Knochen. Tatsächlich komme ich da gar nicht mehr hin. Guck ich nochmal in den Thronsaal. Ach ja, der ist ja auch noch verschlossen. Der ist nämlich auch noch zu. Was hast du denn in deinem Zaubertäschchen? Eigentlich noch. Ja, ich guck mal gerade, ob ich mein Zaubertäschchen noch drin habe. Tatsächlich noch. Ein Spiegel? Ein Streitkolben hätte ich noch. Boom! Der schlafende Drache. Ist das schön. Ist das schön. So, aber wie war das denn mit dem Drachen? Wir haben doch vorhin irgendwie eine Möglichkeit gefunden, den Drachen irgendwie zu besänftigen, ne? Guck mal, du kannst den Schwanz vom Drachen in die Steckdose stecken. Pass auf. Siehst du das? Steck den Stecker ein. Ist das schön. Einmal dran lecken. Huch. Jetzt sind wir... Schon ja. Ekelig, ne? Jetzt sitzen wir da im Gedärm fest. Aber immerhin bist du beim Wuffi. Ja, dann sind wir schon mal beim Wuffi. Ja. Mensch. Sieht aber nicht aus wie Lotti. Das stimmt. Sieht nicht aus wie Lotti. Nicht wirklich. Aber super, dich mal so auch mal auf der Audioebene mal kennenzulernen, lieber Magnus. Jetzt hab ich das ganze Mysterium kaputt gemacht. Das ganze Mysterium? Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass du schon so was erfahrener bist. Ich glaube, beim Zopper habe ich auch am Anfang diesen Eindruck erweckt, weil ich halt auch im Chat immer so Themen auch anspreche, die eigentlich älter sind als ich selber. Ja. Also auch so Serien und Bücher kenne, die eigentlich vor meiner Zeit alle waren. Soll der sich jetzt im Spiegel erschrecken, der Hund? Oder? Ja, so ein bisschen. Also ich werde, wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucke, bin ich wach. Vielleicht kannst du ja Seifenblasen rauspusten aus den Löchern. Ja, ich überlege auch gerade, ob man das hier mal vielleicht mal hier irgendwie so... Kann man vielleicht irgendwie hier... Ah, warte mal, Seifenwasser in den Magen, in die Magengegend soll für gewöhnlich Übelkeit. Oder vielleicht an die Gitterstäbe, dann kannst du besser durch. Ja, aber ich kann ja jetzt hier schon... Aber das wäre jetzt zu langsam. Da war ich wieder zu langsam, Mann. Ach, Tommy. Mann! Ich bin 35, ich bin langsam. Ja, das ist... Wenn Eddie da wäre, hätte er jetzt ein paar Links geschickt von 90-Jährigen, die einen Marathon laufen oder so. Ich glaube auch. Pack das Zeug doch nicht einmal zurück in die Tasche. So. Guck mal, jetzt haben wir den Hund befreit. So. Die Verzögerung zum Stream, Soul of North, oder? Huch! Fort ist er. Blöpp. Jetzt hat er einen riesigen Schleim. Ja, also wenn du den Stream gleichzeitig offen hast, dann ist die Verzögerung schon größer, ja. Wie groß ist denn die Verzögerung? Würde mich mal gerade interessieren. Oh. Was ist das denn jetzt? Kleines. Okay, ja, mal. Guck mal, ein Frettchen. Was für ein süßes Tierchen. Ich will auch so eins. Den Haarschnitt würde ich nie tragen. Aber warum kann ich mir das nachdenken? Also bei mir sind es so 7 Sekunden Verzögerung. Ja, das ist auch noch okay. Das ist noch okay. Den Haarschnitt würde ich so nie tragen. Okay. 7 Sekunden ist echt okay. Ein sehr gelungenes Lächeln.